Liebe Gemeinde, ich kann es kaum fassen, was sich in dieser Woche alles verändert hat. Am letzten Sonntag dachten wir noch, dass wir bei uns hier ganz gewiss an diesem Sonntag auch wieder Gottesdienst feiern werden. Schon am Abend desselben Tages aber riet uns die Leitung unserer Kirche dringend davon abzusehen. Die Veränderungen kamen nicht nur von außen. Auch ich selbst lernte zu verstehen, dass wir, um Leben zu schützen, uns nicht wie gewohnt versammeln können. In der Rückschau fühlt es sich an, als hätte uns ein großer Sog in sich hineingezogen. Täglich, manchmal stündlich, gab es Nachrichten, Zahlen, Meldungen, Veränderungen und Einschränkungen. Allmählich kommt ein Gedanke auf, einer, den wir nicht einmal denken wollen. Es könnte unser Leben in dieser Welt in einigen Wochen nicht mehr so sein, wie es eben noch war, unbeschwert und frei. Wie kommen wir aus diesem Sog von Sorgen und Meldungen heraus? Für die neue Woche hören wir Worte des Trostes. Sie führen uns das Bild einer stillenden Mutter vor Augen. Gerade hat ihr Kind noch geschrien, als wäre es vergessen und verloren, als müsste es verhungern. Aber die Mutter wendet sich ihm jetzt ganz zu. Jetzt gibt es nur sie und das Kind, das sich satt trinkt. Und Friede kehrt ein. Und dieser Friede erfasst auch die anderen Familienmitglieder. Eben haben sie im Lärm des Geschreis die Mutter noch flehentlich angesehen. Jetzt ist es gelassene Freude. Freude über die zärtliche Mutter und das zufriedene Kind. Das Kind ist getröstet und es lernt, aus der Fürsorge und der Nähe der Mutter getrost zu leben. Mal für Mal wird diese Zuversicht größer. Mit der Zeit wird das Vertrauen wachsen, dass die Mutter dem Kind das gibt, was es zum Leben braucht. Mit diesem Bild sagt Gott: Das bin ich für euch. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Daraus können auch wir Zuversicht und Hoffnung gewinnen. Schauen wir dankbar auf das zurück, was Gott uns schon geschenkt hat. So viele Jahre leben wir in Frieden und Freiheit. Gott hat uns großen Reichtum geschenkt, nicht nur an Geld und Möglichkeiten. Es gibt viele Menschen, die hilfsbereit sind. Es gibt einsatzbereite Helfer, gut ausgebildete Pflegekräfte und Ärzte, verantwortungsvolle Politiker über Parteigrenzen hinweg. Was Jesaja seinem Volk als Zukunft verspricht, das kennen wir bereits aus unserem Leben. Wir sind damit gesättigt, wie von einem reichen und großen Strom. Begreifen wir das doch als Geschenk Gottes für unser Leben. Wir nehmen es oft zu selbstverständlich. Eben darum wollen wir die Hoffnung nicht verlieren, sondern sie stärken. Wie leicht uns Menschen die Zuversicht abhanden kommt, sehen wir, wenn die Regale leer gekauft werden. Warum? Weil Sorgen und Ängste im Sog der Nachrichten in uns nicht mehr still werden. Selbst dann nicht, wenn wir mehr als genug haben. Und wenn wir nichts befürchten müssen als nur unsere eigene Unersättlichkeit, unseren eigenen Durst und Hunger nach Leben. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen, dass Sie erfüllt werden mit einer großen Zuversicht auf Gott, dass er Ihren Durst nach Annahme, Ihren Hunger nach Leben und ihre tiefsten Sorgen stillt, dass er ihnen nahe ist, wo Angst und Verzweiflung sie erschüttern wollen. Gehen Sie gestärkt und getrost in die neue Woche und freuen Sie sich an unserem Gott. Freuen Sie sich an dem, was er Ihnen geschenkt hat. Er sagt uns seine Nähe zu und seinen Trost im Bild einer stillenden, liebevollen Mutter. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir von dir mit so viel Reichtum gesegnet sind. Wir danken dir besonders für die Menschen, die uns Gutes tun und sich für unser Leben einsetzen. Ob auf dem Bauernhof oder im Supermarkt.
ob im Handwerk oder im Bereich von Pflege und Medizin. Wir bitten dich, sei bei uns, wenn sich jetzt dieser Virus bei uns ausbreitet. Bewahre die Schwachen und gib den Starken Kraft, alles gut zu überstehen. Sei bei den Kranken und Geschwächten, dass sie sich nicht infizieren. Sei bei denen, die sich infiziert haben. Hilf ihnen, dass ihr Immunsystem stark ist und stark wird und sie geschützt bleiben. Sei bei denen, die schwer betroffen sind. Schenk, dass sie gute medizinische Begleitung erfahren und vor Schaden bewahrt werden. Sei mit den Sterbenden. Schenke einen gnädigen Tod und tröste die Trauernden. Schütze die ganz besonders, die in dieser Zeit viele Kontakte haben müssen. Im Verkauf, in den Heimen, in den Arztpraxen und Krankenhäusern. Und stille in uns den Sog der Sorgen und sättige uns mit dem Reichtum der Zuversicht auf dich. Lass Frieden in unseren Herzen wohnen und ausstrahlen auf die Menschen bei uns hier und in der Welt. Wir wollen uns wieder freuen und gute Tage sehen. Hilf uns dazu. Amen. Lasst uns beten, wie unser Herr Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne Sie in dieser neuen Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.